Einen herzlichen guten Abend zu unserer DFA Editing Challenge. Mein Name ist Boris Endaxen und ich mache hier das digitale Programm für die DFA. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend eine weitere Ausgabe der Editing Challenge haben, die wir bereits vor gut einem Jahr durchgeführt haben mit großem Interesse. Das war etwas, was uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Es wird heute Abend folgendermaßen ablaufen. Wir haben Ruth Stoltenberg, Präsidiumsmitglied der DFA, die frisches Bildmaterial zur Verfügung gestellt hat, damit auf der einen Seite, ich sage mal, linke Ringecke Wolfgang Zurborn sich des Materials angenommen hat, an der rechten Ringecke Nico Baumgarten. Nico Baumgarten ist Fotograf, hat Fotografie in Barcelona studiert und Buchbinderei in Mailand. Er publiziert seine eigenen Bücher und ist vielen vielleicht schon bekannt als jemand, der Workshops zu Fotobüchern durchführt. Und ich habe ihn selber auch mal auf dem Festival in Polen gesehen. Er ist aber, glaube ich, schon durch ganz Europa unterwegs gewesen und hat für sehr viele Festivals und Institutionen diese Workshops angeboten. Genauso Wolfgang Zurborn, DFA-Präsidiumsmitglied und Gründer der Lichtblick School in Köln. Wolfgangs Workshops sind auch schon ja, weit gereist, international. Und hier haben wir jetzt zwei Experten, wo ich sehr gespannt bin, was sie aus dem Bildmaterial von Ruth gemacht haben. Ich glaube, das waren ungefähr 100 Bilder, aber dazu kann uns Ruth ein bisschen mehr erzählen. Ruth, bitte. Ja, vielleicht steige ich da gleich ein. Hallo Boris. Es waren 186 Bilder, mit denen ich die beiden zugedonnert habe. Also erstmal, ich freue mich total, dass ich mein Bildmaterial hier diesen beiden Experten zur Verfügung stellen konnte, durfte und bin natürlich super gespannt auf die beiden Gestaltungen. Also ich war nicht ganz, die Bilder sind nicht ganz frisch, Boris, sondern die sind jetzt schon fast 3 Jahre alt, also im Frühjahr 2019 war ich im Senegal zum zweiten Mal. 2006 war ich schon mal da und war total begeistert von der Kolonialarchitektur in der Stadt St. Louis oben im Norden von Senegal. Dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht schaffe ich das mal wieder dahin zu kommen, habe mich auf eine Residency beworben und bin tatsächlich dann für ein paar Wochen eben 2019 gezielt in die Stadt St. Louis gefahren und habe doch mit 5 anderen Künstlern zusammen gelebt und viel, viel fotografiert. Und meine erste Idee, eben die Architektur zu fotografieren, das habe ich relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil ich einfach total überfordert war mit all diesen Eindrücken und es war einfach so viel Input, also es hat einfach, ich konnte gar nicht diese Häuser fotografieren. Und dann habe ich aber relativ früh die Möglichkeit bekommen, mit den anderen Künstlern, die schon länger da waren, eine Ausstellung zu machen und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich in 2 Wochen Bilder machen, was mache ich nur? Und das war, glaube ich, sehr gut, weil ich da mich auf diese Baobabs, die uralten Bäume, die es dort gibt, gerade auf der Insel, dass ich die zum Schwerpunkt gemacht habe. Und diese Bäume, die sind immer mitten in Höfen. Also ein Hof vereint eine Großfamilie und eine Großfamilie besteht aus 50 Leuten. Und da musste ich eben immer anklopfen, war gezwungen, Kontakt zu den Leuten aufzunehmen, um diese Bäume zu fotografieren. Und das war sehr, sehr gut. Und so nach 2 Wochen bin ich dann ein bisschen warm geworden und habe einen Überblick über diese super interessante Stadt bekommen. Also die ist eigentlich dreigeteilt und es liegt an dem Senegal, an der Senegal-Mündung, also der Fluss Senegal. Und es gibt 2 Brücken. In der Mitte ist eine Insel und diese Insel, dort sind die alten Kolonialbauten. Die steht auch unter UNESCO-Weltkulturerbe. Da gibt es die Häuser, da gibt es viele Boutiquen, da gibt es viele Künstler. Die Menschen doch, die kämpfen sich so durchs Leben. Dann gibt es eine kleine Brücke und dann kommt man an eine ganz langgestreckte Landzunge
Und dort leben auf wahnsinnig engem Raum Fischer. Also fast alle leben dort vom Fischfang. Und dieses Leben und Treiben, das hat mich halt fasziniert. Und deshalb war ich eigentlich die letzten 3 Wochen nur noch dort auf dieser Landzunge und habe den Fischern zugeguckt und habe von morgens 7 bis abends um 10 Fotos gemacht. Dann Und sind habe wir jetzt die erste gespannt. Auswahl getroffen. Also es 100, ich glaube Ja. 185 Bilder habe ich den beiden Vielleicht. geschickt, aber ich habe viel, viel mehr gemacht. Also Vielleicht gehen wir es mal zu Nico. Ich meine, Nico, du hast ja wahrscheinlich keine Hintergrundinformationen gehabt, außer die Fotos. Und ich ein nehme an, kleines Textdokument hatte ich auch bekommen von Ruth. warst du mal im Senegal? Nee. Gut, das heißt, du hast einen kleinen Text und die Bilder. Und dann Ja. sind wir jetzt einfach mal gespannt, was du daraus gemacht hast und ja, was du zu zeigen hast. Ja, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Mal sehen, ob das klappt. Oha. Moment, ich muss noch so was erlauben. Also, solange ich hier noch brauche, was ich machen würde, ist, ich würde. Also, was ich, solange ich hier noch brauche. Oh, mein Computer sagt mir gerade, ich muss kurz aus Zoom raus, damit ich den Bildschirm teilen kann. Okay, dann Das tut warten mir wir leid. einfach und dann Ja, ich kommst du mache das wieder. jetzt. Alles klar. So, Wolfgang, vielleicht reden wir kurz mit Wolfgang, bis Nico wieder weiterkommt. Du müsst dein Mikro nochmal anmachen, Wolfgang. Oder ich schalte es an, warte mal. So, jetzt müssen wir Schnitt, dich ja. hören, Wolfgang. Ja. Ja? Gut. Wolfgang, du hast mir vorab erzählt, dass du die Bilder schon ein bisschen länger kanntest von Ruth. Ja, ich hatte irgendwie vorher mal irgendwie das Konvolut irgendwie gesehen, irgendwie so. Es war ja ein großes Konvolut und dann eben auch, ja, irgendwie schon irgendwie das Moment gab, wie kann man irgendwie aus diesem auch unterschiedlichen Bildmaterial eben auch eine lesbare Struktur schaffen. Also wie kann man der spezifischen Fotografie, der spezifischen Herangehensweise von Ruth wirklich auch eine Form geben, irgendwie so, dass die für Betrachterinnen und Betrachter lesbar sind. Hast du so einen Standardprozess, wie du da rangehst, wenn du einen Haufen Bilder hast? Was ist für dich so der erste Schritt? Ja, tatsächlich geht's. Also will ich erstmal eigentlich lieber mit dem Chaos konfrontiert sein. Ich mag irgendwie eigentlich so Tische, wo wirklich erstmal alle Bilder so durcheinander sind, weil oft, wenn irgendwie auch die Fotografinnen und Fotografen selbst das irgendwie stark irgendwie sortieren, oft irgendwie andere Kriterien vielleicht irgendwie auch gesucht werden, als die bildimmanent sind. Also man geht dann oft eher aus dem Text, aus dem Inhaltlichen und vielleicht oft weniger aus dem Formalen. Also deswegen mag ich grundsätzlich lieber eigentlich erstmal dem Chaos konfrontiert zu sein und dann aber zu sehen, tatsächlich dieses Chaos zu strukturieren. Also es geht mir darum, nicht das Chaos aufzuräumen, sondern das Chaos zu strukturieren, irgendwie auch zu sehen, was sind da für verschiedene Ebenen und für mich nicht am Anfang zu stark zu werten und zu sagen, das sind jetzt die starken Bilder, die anderen sind nicht so stark irgendwie auch, weil irgendwie diese Herangehensweise erstmal die Highlights rauszusuchen, das geht eigentlich oft an der eigentlichen Erzählstruktur vorbei, irgendwie so. Okay. Und dann erstmal wirklich um das Sortieren. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich dann nicht in dieser Sortierung, das dann irgendwie wirklich auch zu publizieren, dass man da sagt, hier sind alle Bäume, hier sind alle Boote, hier sind alle Menschen irgendwie so. So wird es ja oft in deutscher Fotografie gemacht. Die lieben ja das Kopieren, Sortieren irgendwie so und dann wird dann Kapitel Bäume, Kapitel Länge mal. Aber das eben genau nicht irgendwie so, sondern dann Okay. eben zu sehen, wie diese verschiedenen Ebenen im Buch tatsächlich so verstrickt werden können, und das ist eigentlich für mich die Kunst des Edits eigentlich, dass daraus eine spezifische Erzählform wird. Das ist eine schöne Kurzfassung von dem, wie ich auch Wolfgang kenne. Vielleicht gleichen wir das mit Nico ab. Nico, ich Ja. habe die Zeit hier einfach mal ein bisschen überbrückt, um Wolfgang zu fragen, wie er so herangeht.
Ja, also ja. Er hat gesagt, er liebt das Chaos, er strukturiert das, so wie ich ihn kenne, in Kategorien. Das heißt, er sucht nicht erst die besten Bilder aus, sondern guckt erstmal, was ist da überhaupt so an verschiedenen Inhalten vorhanden. Und dann geht es aber im nächsten Schritt darum, nicht diese Inhalte zusammenzupacken, sondern Wolfgang ist ja ein sehr musikalischer Mensch, wer ihn ein bisschen näher kennt, sondern daraus wirklich dann so eine Melodie mit Abwechslung zu schaffen. So wie ich ihn kenne, funktioniert er ein bisschen wie eine Oper. Ja, absolut. Tatsächlich, das Musikalische ist sehr wichtig, muss ich sagen. Am Anfang kommt die Ouvertüre mit einem starken Aufschlag und dann wird das irgendwie wiederholt. Nico, wie machst du das? Also bei mir sind es, der Hauptpunkt ist erstmal, dass ich mir alles anschaue, was auf mich zukommt. Das heißt, das waren diese 186 Fotos in dem Ordner. Auch ich dachte erstmal, wow, was für ein Chaos. Und hatte ja das grobe Thema. Und was ich dann erstmal mache, bevor ich überhaupt anfange, Bilder hin und her zu schieben, ist, dass ich mich mit der Thematik auseinandersetze. Das heißt, ich gehe erst nochmal von den Bildern weg und denke mir, okay, was habe ich denn da vor mir? Und in dem Fall habe ich Bilder eines Ortes vor mir, den ich überhaupt gar nicht kenne. Das heißt, ich versuche erstmal ein bisschen was über den Ort rauszufinden. Ich versuche was über die Fotografin rauszufinden. Habe ich so ein bisschen online geschaut. Und ich schaue mir an, was denn der Themenkomplex dort ist ungefähr. Also dazu gehe ich natürlich wieder zu den Bildern. Und versuche halt rauszuarbeiten, was es dort für Themenkomplexe gibt und was ich da für Möglichkeiten und Herausforderungen sehe. Und ja, jetzt die Frage, soll ich direkt einsteigen oder? Wir sind gespannt, kannst direkt einsteigen. Ja, also ich habe mir so vorgestellt, dass ich erstmal direkt kommentarlos mein Edit zeige und dann nochmal zurückgehe und erkläre, warum ich vorgegangen bin, wie ich vorgegangen bin. Ich hoffe, jetzt klappt das mit dem Teilen. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Gut. Also, so. Ja, ich freue mich sehr, euch das Buch Blossoming at Dusk von Ruth Stoltenberg präsentieren zu dürfen. Und wie gesagt, das ist jetzt das PDF des Buches in Doppelseitenansicht und erstmal wird es einfach so durchklicken, schreit gerne rein, wenn euch das viel zu schnell geht. Ansonsten würde ich versuchen, nichts zuzusagen erstmal, was mir manchmal nicht ganz so leicht fällt, aber gut.
So. Ihr habt das alles mitverfolgen können, ne? Ja, super. Ja, gut. Und jetzt würde ich gern das ein bisschen herleiten, wie ich da hingekommen bin. Ja, also die Sache ist, wenn ich mir diese Gedanken zum Themenkomplex mache, dann denke ich mir erstmal, okay, und ich habe mich, wie gesagt, über St. Louis informiert und ja, was ein bisschen eine Online-Recherche über die Geschichte des Ortes und so weiter. Und was da halt einfach bei rauskommt, ist eben einfach eine unglaubliche, tragische, dunkle Geschichte. Also als ein großer, wichtiger Hafen für den Sklavenhandel aus dem Inneren Westafrikas heraus an die Küste, von dort in die Karibik. Und ja, einfach Kolonialgeschichte, so schlimm, wie sie halt einfach nur sein kann, hat er genau dort stattgefunden. Und dann als nächstes kommt mir das Themenfeld die anderen fotografieren. Ne? Riesengroßes Fass, das ist ein Themenfeld, wo ich immer sehr viel mir Gedanken drüber mache, eigentlich immer, wenn ich fotografiere. Ich glaube, auch die meisten Fotografierenden. Das ist ein Themenfeld, ja, da können wir jetzt, glaube ich, nicht allzu tief einsteigen, das wird den Rahmen komplett sprengen. Aber das ist eben ein Thema, ja, wo ich einfach denke, dass wir als Fotografierende da einfach sehr viel drüber nachdenken müssen, gerade in einer Konstellation an einem postkolonialen Ort und als weiße Menschen unterwegs zu sein. Und dann denke ich mir halt auch immer, dass es da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, eben was zu machen, was der Sache nicht zuträglich ist oder was niemanden, wo man einfach, einfach mal was falsch machen kann. Und da gibt es eben gewisse Bilder, die in der Auswahl mit drin waren, wo ich einfach mir gedacht habe, nee, also da habe ich Bauchschmerzen. Und ich habe so einen kleinen Bauchschmerzen-Ordner gemacht. Ich zeige dir mal kurz. Geht sofort los. Genau, mein Preview. So. Ihr seht mein Preview, ne? Mhm. Ja, also es gab eben einige Personen von Leuten, von Personen, die aus relativ großer Entfernung gemacht worden sind, ohne irgendeine Art der Interaktion. Und zum Beispiel dieses Bild, da denke ich mir, die Szene finde ich super und ich denke mir, das wäre ein richtig klasse Bild, wenn da eine Interaktion stattgefunden hätte. Also wenn die Person wirklich da in Interaktion mit den Leuten getreten wäre. Aber so aus dieser Distanz erzählt es für mich sehr viel mehr über die Distanz zwischen den Fotografierten und der Fotografierenden, was auch wieder ein Thema ist. Mhm. Hat mich dann aber im Endeffekt, nach längerem Nachdenken, wollte ich nicht das zum Thema machen des Edits. Das Foto finde ich zum Beispiel total sehr, sehr gut. Auch vom Licht her finde ich es fantastisch. Ich habe mich dann aber in einem weiteren Schritt dazu entschieden, so gut wie keine Bilder von Personen reinzutun. Aufgrund der Distanz, die ich da einfach festgestellt habe. Und weil ich einfach finde, das sind wir so ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs. Also ja, und ich fand auch, dass auch dieses Bild ist aus großer Distanz entstanden. Eigentlich drehen mir alle den Rücken zu. Das ist so ein, ja, für mich geht es einfach nur um das Fehlen von Kommunikation. Das wäre das einzige Thema eigentlich da. Mehr als noch das Motiv, was ich sehen kann. Bei diesem hier auch. Auch wenn da noch eine Person recht unvorteilhaft bei getroffen ist. Und dieses Bild auch, das ist so, das sieht so wahnsinnig mit dem Teleobjektiv rangezoomt aus, einfach aus großer Entfernung fotografiert. Und ich stelle mir mich einfach davor in so einer Situation, wo ich denke, in St. Louis als weiße Person mit einer Kamera fällt man, glaube ich, schon recht stark auf. Und ich denke auch, ja, wenn man da einfach sehr viel unterwegs ist, ich glaube, ja. Dann kann das eben zu solchen Bildern führen. Und ich habe ein Problem mit solchen Bildern tatsächlich. Also ich finde, ich würde sie wahrscheinlich gar nicht machen wollen und ich möchte sie halt auch nicht in so ein Edit bringen. Genau. Und ich bin aber absolut nicht dagegen, aus einer großen Distanz heraus
zu fotografieren und auch als Outsider zu fotografieren. Also das Plädoyer würde ich niemals machen. Ich denke nur, dass es einfach einer gewissen Selbstreflexion und eines Engagements braucht. Und da war ich mir gerade bei den Bildern, wo diese Personen eben zu sehen sind, nicht ganz so sicher. Der Tiefe der Auseinandersetzung mit den porträtierten oder mit den fotografierten Menschen. Und das hat ja erstmal überhaupt noch gar nichts mit dem Editing und der Sequence zu tun, aber das hat auf jeden Fall was damit zu tun, wie ich mich den Bildern gegenüber fühle und was ich denke, was für ein Buch wollen wir denn in die Welt setzen oder was für eine Arbeit wollen wir denn publizieren? Brauchen wir das, dass eine Person, die einen Monat in der Artist Residency in St. Louis war, uns diese Bilder so zeigt, von dem Leben der Leute dort? Wer sollte das erzählen, diese Geschichte? Und wie sollte sie erzählt werden? Dann ist eben mein nächster Schritt, dass ich mir Hintergrundinfos noch mal ein bisschen besorge. Ich zeige einfach mal meinen Desktop, dann seht ihr euch zwar auch selber, aber und ich finde immer ganz gut, zu meinem Erzfeind zu gehen, das ist Google. Und dann schaue ich mir halt einfach an, was macht eine nicht fühlende, nicht denkende Maschine, wenn sie an einem Ort ist und einfach Fotos macht. Und deswegen finde ich Google Street View ist einfach so ein schöner Reality-Check. Also da sind ja wirklich keine, ja, die ist nur die Hauptverkehrsachsen lang gefahren in St. Louis, aber wie sieht da der Ort aus? Dann sehe ich diesen Ort so, zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich wieder meine menschgemachte Auswahl von Bildern, aber es sind einfach nur mal so ein paar Beispiele. Und dann habe ich die Bilder nochmal verglichen mit den Bildern von Ruth und dachte mir, naja, das sieht doch ganz anders aus, das ist doch spannend. Das heißt, ich sehe da auf jeden Fall, da ist ein total persönlicher Blick zu sehen. Und den Blick finde ich interessant. Und es gibt da aber andere Bilder, die sind meiner Meinung nach so ein bisschen reportagig durcheinander. Das merkt man auch, was du in dem Text geschrieben hast, Ruth, diese Überforderung, die ersten Eindrücke und erstmal das Fokussieren auf den Baobab. Und ich dachte auch, ja, okay, das möchte ich ein bisschen aufräumen. Dieses den Ort erklären wollen, das würde ich anderen Leuten überlassen wollen. Und was ich spannend finde, ist der Prozess, der, würde ich mal vermuten, in dir selbst auch stattgefunden hat. Bei mir ist es so, wenn ich am Ort bin, der mir selbst nicht vertraut ist, wo ich in einer völlig anderen Umgebung bin als in meiner alltäglichen Umgebung, dann gibt es immer eine Selbstreflexion, eine Introspektion. Und das interessiert mich total. Was dann, und da tauchen für mich ganz viele ganz andere Fragen auf. Und genau, ich will jetzt nicht zu lange machen, deswegen würde ich einfach nochmal zu dem Edit gehen. Ja, wo haben wir es? So. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, entschieden, ich brauchte eigentlich keine Bilder von den Personen unbedingt. Und generell wird's mir eigentlich, hätte ich es eigentlich gerne, dass ein Gefühl rauszuarbeiten und eben diesen persönlichen Blick und diese Introspektion, während wir nach außen schauen, was ja passiert beim Fotografieren. Ne? Also wir fotografieren ja immer irgendwie auch uns selbst, egal ob wir wollen oder nicht. Und wenn ich eben an einem so ganz ein Ort ist, der den meinen gewöhnlichen Wohnort sehr, sich von dem sehr unterscheidet, was dann mit mir vorgeht. Und dadurch habe ich versucht, einfach so eine Dichte und was Atmosphärisches aufzumachen. Dieses Zitat am Anfang ist nur ein Platzhalter, das ist einer der Begründer der größten Strömung des Sufismus im Senegal, der eben auch oft auf diesen Wandbemalungen zu sehen waren, die du fotografiert hast, Ruth. Da könnte man eher ein anderes Zitat reintun, was Fragen aufwirft. Also eine meiner Leitlinien waren Fragen aufwerfen und keine Antworten geben. Deswegen auch ein Titel, der sich in dem Edit nicht so wirklich wiederfinden lässt, der vielleicht dann eher, wo man eher auf einer Beantwortung dieser Frage sucht, was soll denn jetzt der Titel und was passiert dann, wenn es mal dunkel wird dort? Mhm. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach diese relativ, ein bisschen was Mysteriöses,
Dichtes zu erschaffen, wo es eben sehr, sehr viel um Vergänglichkeit und aber auch Beständigkeit geht. Und auch ich war genauso fasziniert wie du, Ruth, von den Baobabs, die natürlich einfach Beständigkeit schlechthin sind. Und so viel anderes in den Bildern ist so unbeständig. Und diese Dualität hat mich sehr interessiert. Deswegen auch dieser Einstieg mit diesen überbordenden Wurzel-Stamm-Gemisch dieses Baobabs und diesem Kadaver im Wasser, den ich gedreht habe, sodass da, für mich sieht er auch irgendwie aus wie ein Herz. Und auch dieses Bild, da habe ich mich dann einfach an diesen Strukturen orientiert, ne? Den Rippen und hier diesen Bettgestell. Auch hier wieder dieses düstere, beständige, doch trotzdem sieht der Ort ein bisschen verlassen aus. Und wir sehen, wir sind an so einer Rückwand eines Hauses mit ganz kleinen Fenstern. Und langsam wollte ich dann eben von der Abwesenheit in eine Präsenz reinkommen. Hier sieht man auch, dieser Ort ist benutzt an den Stoffen. Dann sieht man frisch gewaschene Wäsche. Man sieht die Leute, wie sie sich bewegen, aber sind halt nur aufgezeichnet. Und es geht halt auch eben sehr stark für mich dann um Abwesenheit. Abwesen heißt vielleicht von dem Ort, an dem wir normalerweise sind, und eben auch die Abwesenheit der Leute auf den Fotografien. Und es gibt unglaublich viele Fotos, die sich, finde ich, aufladen lassen, so mysteriös werden. Wenn ich dieses Bild sehe im Kontext von den Fischereifotos, interessiert es mich nicht besonders. Wenn ich das komplett daraus nehme, dann habe ich diese, es gibt überall auf deinen Bildern, gibt es so viele Öffnungen und Fenster, und oft sind die dunkel und ich weiß nicht, wo die mich hinführen. Wenn ich dann da durchgehe und vielleicht schon die Netze als solche erkenne, und dann bin ich hier auf der Trennungslinie zwischen Meer und Land, und dort sind diese unglaublich fotogenen und unglaublich tragischen Fotos, ja, mit diesem schönen Stoff noch, und dann sind da die Kadaver, die da liegen. Da bin ich mit meinen Gedanken schon, springe ich ganz wild hin und her an ganz viele Orte. Und dann habe ich mich halt auch chromatisch orientiert. Also ich bin halt vom monochromatischen oder in reduzierten Farben Richtung zu sehr grellen Farben gegangen. Bin dann hier geändert. Und dieses Foto finde ich unglaublich besonders, seitdem ich diesen Fuß hier noch entdeckt habe. Von dieser zweiten Person hinterm Vorhang. Oh, den habe ich noch. Ein Vorhang, der ja eigentlich was verbergen soll, aber hier zeigt er zum ersten Mal eine Person. Und dann geht es rüber ein bisschen zum nächsten Kapitel für mich, wo dann wieder alles verborgen wird, wo es wieder ins Monochromatische geht. Und es geht auch um Fürsorge und um Behutsamkeit. Und hier wird versucht, dieses Auto zu schützen. Hier weiß ich nicht, stützt der Baum die Wand, stützt die Wand den Baum. Es gibt diesen unglaublich kleinen Wasserhahn für diesen riesengroßen Baum. Schon wieder gibt es so ein mysteriöses kleines Fenster, wo nur Dunkelheit zu sehen ist. Dann, wenn man umblättert, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Baum auf dieser Seite quasi zu diesem Baum auf der anderen Seite wird. Die Wäsche, die dort hängt, auf einem Ort, wo vorher wahrscheinlich mal ein Gebäude gestanden hat, hat auch so was Fragiles, diesen staubigen Umgebung. Ja, eine Moschee, auch dort, zwei Türen sind offen, trotzdem sehe ich nichts als Dunkelheit da drin. Und das passt halt farblich halt auch eben so gut. Das hat auch so viel Spaß gemacht. Dann bei der reduzierten Auswahl der Bilder, die ich im Endeffekt noch über hatte. Ich hatte übrigens auch alles herausgenommen, wo diese Verortung am Meer vorhanden war, weil ich den Ort einfach noch viel ungreifbarer machen wollte. Ich wollte einfach diesen Ort wirklich zu einer, so einer Psychogeografie machen quasi. Also es geht überhaupt gar nicht mehr um St. Louis oder um diesen Ort. Deswegen auch, ich würde das niemals als Titel benutzen, St. Louis, weil dann wird es ja wieder darum gehen, ich möchte diesen Ort erklären oder beschreiben. Und das fand ich eben eher nicht so interessant, aber diese Bilder in der Zusammenstellung fand ich total interessant. Die Bäume, die, wie gesagt, diese Innenhöfe dominieren, dem wird kein Wasser gegeben, trotzdem ist er natürlich das Wichtigste, was es gibt auf diesem Innenhof. Für die Leute wahrscheinlich hat er auch eine große Bedeutung. Und dann ist wieder so ein Kapitelmarker quasi, hier ist wieder der Tod, die Vergänglichkeit. Und es geht um Dekonstruktion und Konstruktion. Ich sehe eine Mauer. Ich sehe, woraus sie gemacht ist, aus diesen einzelnen Backsteinen. Im nächsten Bild sehe ich die Backsteine, die offensichtlich ja schon mal benutzt wurden. Und jetzt sind sie zwischengelagert, um wieder benutzt zu werden. Ja. Es gibt mehr Baumaterial. Ja. Es gibt was längst Verfallenes, wo ich gar nicht weiß, wird das abgetragen oder soll das noch so stehen bleiben? Und dann gibt es zum ersten Mal diese Präsenz von den lebenden Tieren, die ich so langsam da einführe und die auch was Mystisches haben für mich sehr stark. Diese Kombination hat mir total Spaß gemacht.
weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, dieses kleine Quadrat oder dieses kleine Rechteck Himmel hier, was wiederum in diesem umgekehrten Eimer auftaucht. Und dann das Schaf, was in dieses Haus eintreten möchte. Also da haben wir plötzlich diesen Protagonist, da wird es halt surreal für mich. Oder auch dieses Rohr, was da rausschaut aus diesem roten Vorhang, das hat eine total surreale Qualität für mich. Hier gibt es dann wieder eine Person und wieder ist eine Person, wo wir überhaupt gar nicht verstehen, die kauert sich so fast in diesen Schatten, der gerade so auf dieser Wand drauf liegt. Ich habe keine Ahnung, was die Person macht, ich werde es auch niemals rausfinden. Und das finde ich total spannend, weil diese Person eben so von diesem Ort umgeben ist und so eine kleine Präsenz dort hat. Ich sehe trotzdem aber einen kleinen Hinweis auf dem Veranstaltungsplakat. So ein kleines, kleiner Hinweis. Und dann eben diese koloniale Architektur, ja, diese Dominanz. Diese Dominanz, die aber sehr vergänglich ist, wie dort auch zu sehen ist. Und diese Dominanz, die nicht so vergänglich ist, welche dann der Baobab als nächstes zeigt. Der fette Hahn ist auch sehr dominant, kommt der daher. Auch da wieder eine unglaublich starke Präsenz von Tieren. Hier kann man natürlich reininterpretieren, dieser Alpha-Mann hier, dieser Hahn. Und das ist ein nur noch fragmentarisch vorhandenes Abbild einer Frau. Ich fand es chromatisch eigentlich ganz interessant. Und ja, da kann man natürlich ewig ruminterpretieren, wie man möchte. Dann hat sich total angefügt an dieses Wegblättern da, zweidimensional noch vorhandene Haus, was wunderschön übergeht in diese Wand hier mit diesen schwarzen Flecken. Und hier ist eigentlich quasi unser Protagonist. Das ist eigentlich das einzige richtige Porträt jetzt in dieser Auswahl. Ne? Da gibt es den einzigen Blickkontakt. Und dieser Blickkontakt ist voll von Zweifel, Unsicherheit, Furcht. Und ich finde das ein wunderschönes Bild und ja, das könnte ich mir ewig anschauen und es bekommt in dieser Edit meiner Meinung nach einfach auch eine große Wichtigkeit dadurch. Und da kann ich unglaublich viel reinprojizieren und natürlich, ich bin Mensch und ich werde nie wissen, was dieser Affe denkt oder fühlt, aber ich gebe mich gerne diesem Experiment hin. Hier nochmal ganz stark, auch im ganz starken Gegensatz zu den Baobabs, eben durch mehrere Fenster, mehrere Ebenen, dieses vertrocknete Gewächs, um dann aber gleich wieder zum sehr stark präsenten Baobab überzugehen, der von dieser Wand gar nicht begrenzt werden kann. Der ist einfach sowas von jenseits davon. Und hier nochmal die stärkste Präsenz der Tiere, die allerdings, man sieht das, die sind angekettet, aber trotzdem haben wir da eine neue Generation, wir haben Kälber und irgendwie ist das ein hoffnungsvolles Bild für mich, trotz alledem, Richtung Ende. Und hier auf diesen Bildern, die beide noch ein wunderschönes Licht haben, finde ich, hier kommt nochmal diese Gleichzeitigkeit von der Dauerhaftigkeit und der Unbeständigkeit raus, also dieses Wellblech und dieser enorme Baum. Und die Person, die einfach aus dem Bild rausläuft, auch diese Person ist wieder nur eine Figur, in die ich mich selbst reinversetzen kann oder in die ich irgendjemanden reinsehen möchte, kann. Das bleibt mir selbst überlassen. Und genau, das ist eigentlich quasi so diese komplette Offenheit der ganzen Aussage, des ganzen Edits. Und finde ich, bilde da einen schönen Schlusspunkt. Und dann als Buchbinder muss ich es immer korrekt machen. Hier sind zwei offene Seiten, weil ein geheftetes Buch muss die Seitenzahl durch 4 teilbar sein, deswegen sind hier halt 2 leere Seiten. Dann kommt das Endpapier, wo ich das Meer aufgenommen habe in diesem Türkis und die Rückseite, die eben so ein sandartiges Leinen. Ich stelle mir so ein Flexcover in Leinen vor. Genau, jetzt habe ich schon überzogen, das tut mir leid, ich höre mal auf. Das war super spannend und ja. Die Herleitung, die Aufteilung von A nach Z, ich glaube, wir haben ja alle sehr interessiert zugehört. Und Wolfgang, das war jetzt schon mal was. Ja, das war doch eine hervorragende Vorlage. Jetzt. Nein, ich bin jetzt, ich hoffe, ihr seht jetzt auch meinen Monitor. Nein, für mich ist es jetzt wirklich sehr spannend, weil es viele parallele Überlegungen gibt, irgendwie das auch sehr gut irgendwie nachvollziehen kann, irgendwie auch das wirklich eine sehr gute Lösung finden und dann doch irgendwie natürlich für mich auch wieder zu einer ganz anderen Lösung gekommen bin. Also es gibt Parallelen irgendwie, aber es gibt auch Divergierendes irgendwie so. Und ich glaube irgendwie der erste Punkt irgendwie für mich ist, dass ich tatsächlich
immer auch zuerst sehr stark von den Bildern ausgeht, weil ich ja irgendwie auch gesagt habe, dass das wichtig ist. Das erste Thema, natürlich geht es für mich darum, irgendwie auch das Thema zu recherchieren, irgendwie so, und natürlich die Hintergründe zu zeigen. Aber ganz wesentlich ist natürlich auch erstmal der Punkt, wenn ich das Chaos von Bildern vor mir habe, wie ist ein Mensch, wie ist Ruth irgendwie daran gegangen, diesen Ort irgendwie zu erfassen? Also für mich ist immer Fotografie natürlich nicht unbedingt die Illustration von Themen, sondern irgendwie so aus dem Verständnis der Bilder irgendwie versuche ich, die Themen zu entwickeln. Und aber das in deiner Betrachtung der Bilder, die man später, wie du es in deinem Layout irgendwie beschrieben hast, kommt es ja auch sehr stark rüber, dass du sehr stark, sehr präzise und sehr genau irgendwie auf die Bilder irgendwie auch guckst. Irgendwie so, das ist deswegen, also das Layout letztlich und das Buch irgendwie, was du gemacht hast, finde ich, dass es irgendwie sehr auch aus dem Bildhaften gedacht ist, irgendwie so empfunden ist, und finde ich da irgendwie auch großartig. Also um jetzt die Schritte irgendwie auch so des Edits irgendwie so ein bisschen für mich irgendwie verständlich zu machen, ist es halt hier, zuerst mal sieht man eben die Menge von Bildern, das ist jetzt auf dem Miro-Board irgendwie zusammengestellt, und hier ist eben der erste Schritt wirklich auch des Sortierens, ja, also dass tatsächlich für mich natürlich die Baobabs irgendwie auch eine ganz zentrale Funktion haben, weil ja, ich stelle mir eben auch so diesen Prozess von Ruth Stoltenberg vor, wenn sie irgendwie an dem Ort ist und das ja beschrieben hat irgendwie, dass man erstmal natürlich erschlagen ist, man ist irgendwie in der Fremde und weiß, ich kenne irgendwie auch die Momente, wo ich in den ersten Tagen neben den Fotografen meist da und denke, was mache ich hier überhaupt irgendwie so? Was ist überhaupt, was suche ich hier irgendwie so? Und dann so diesen Moment, wo du sagst, es ist einfach die Konzentration irgendwie da drauf, wirklich sich mit einem Element irgendwie zu befassen, irgendwie diesen Baobabs, und dann eben auch durch diese präzise Erfassung, und da finde ich auch gerade das Bild oben, was Nico, was du ja auch so hervorgehoben hast, auch wirklich ein großartiges Bild, irgendwie so, muss sagen, dass hier irgendwie auch so die fotografischen Qualitäten von irgendwie auch Ruth da jetzt sehr stark irgendwie rüberkommen, irgendwie aus dieser Erfassung. Es ist ja nicht einfach faktisch jetzt diesen Baobab fotografiert, sondern letztlich auch eine ganze Szenerie irgendwie abbildet. Also auch zu sehen, wie diese Baobabs wirklich auch diesen Alltag bestimmen irgendwie so. Und für mich ein wichtiger Punkt eben bei irgendwie so der Selektierung in den Gruppen ist erstmal dadurch auch genauer für mich unterscheiden zu können, welche sind für mich die Stärkeren, welche sind für mich innerhalb irgendwie dieser Auswahl der Schwächeren, weil das ist eigentlich erst dann irgendwie genau irgendwie so zu erfassen, wenn man die im direkten Vergleich irgendwie zueinander hat auch. Das wäre für mich dann hier die B-Auswahl gewesen. Dann hier, dann eben diese Ebene. Also für mich ist sehr wichtig, genau das, was Ruth beschrieben hat, dass eben dieser Ort für sie aus diesen verschiedenen Ebenen sind, dass hier verschiedene Ebenen auch aufeinanderprallen. Ich glaube, der Kontrast irgendwie so zwischen einerseits irgendwie so diesen Boutique-Welten irgendwie so, dem Strand irgendwie so, auch den Fischereien, also diese ganz verschiedenen Szenerien, auch gesellschaftlichen Szenen irgendwie, die da passieren. Also dieses Aufeinanderprallen, diese verschiedenen Ebenen ist für mich wichtig, eben Buch auch irgendwie zu behalten, also dann eine Strategie zu finden, wie kann ich die im Buch erfassen, wie kann ich die so zusammenbringen, dass die eben nicht wüst nebeneinander stehen, sondern eine Struktur irgendwie zu finden, irgendwie so, und einen Rhythmus zu finden, der aber gerade die Gegensätze auch zusammenbringt, irgendwie so. Aber ich muss sagen, also die Bilder, Nico, die du so hervorgehoben hast, auch wie das hier, die für mich irgendwie auch von zentraler Bedeutung. Also da ist von der Betrachtung her irgendwie, sehe ich das dann irgendwie schon irgendwie ähnlich. Aber ich glaube eben hier vielleicht ist es hoffentlich nachvollziehbar, dass wenn man durch die Gruppe irgendwie durchgeht, dass man merkt, dass hier einfach die Bilder, denke ich, irgendwie sehr schlüssig komponiert, ja, das erfassen die Szenerie und hier vielleicht eben auch die Orte nicht so genau irgendwie so rüberkommen, irgendwie so. Dann kommt hier der Fischfang, also wie gesagt, also für mich
war es schon wichtig, dass irgendwie alle Ebenen, die Ruth irgendwie auch erfasst hat, die auch schon wirklich auch zusammenzubringen, weil ich irgendwie in der fotografischen Annäherung irgendwie die Ruth macht, denke, dass das eine wesentliche Funktion ist und das für mich irgendwie das schon wesentlich ist, dass der Mensch auch auftaucht. Okay, ich komme natürlich sehr stark aus der Street Photography und die Hinweis, dass man die Menschen nur fotografieren kann, wenn die sich wirklich auf den Fotografen reagieren, ist natürlich für Street Photography natürlich genau das Gegenteil. Also ich meine, in der Street Photography will man natürlich genau die Szenen erfassen, die nicht irgendwie auf den Betrachter reagieren irgendwie so, sondern wirklich in diesen Szenerien hier letztlich irgendwie auch versuchen, so ein komplexes Leben eben einzufangen, irgendwie so. Das finde ich eben irgendwie in der Arbeit von Ruth durchaus einen ganz wichtigen Moment irgendwie auch. Und deswegen würde ich den eben nicht irgendwie so versuchen, da irgendwie rauszunehmen. Also tatsächlich geht es für mich darum, diese verschiedenen Ebenen vom Porträt, von der Annäherung zu den Personen bis hin zu dem szenischen Darstellung und dem tatsächlich eine Methode zu finden, die zu verbinden, um all diese Ebenen auch für mich irgendwie auch rüberzubringen. Dann haben wir hier dann eben auch die. Hier ist eben die Strandszenerie, die einerseits natürlich die ganzen Szenen darstellen, Menschen aber schon auch sehr ins Detail gehen, hier ja eigentlich schon fast symbolische Bilder. Das ist zweierlei Marmelade. Hallo? Symbolische Bilder irgendwie auch zeigen, irgendwie auch so des Todes, des Verlustes, irgendwie so auch schon Bilder, die sehr irgendwie aufgeladen sind. Also deswegen ist es das ganze Spektrum da. Also man kann sagen, dass Ruth Stoltenberg natürlich hier nicht eine stilistische Methode der Fotografie, also es ist nicht irgendwie die allein aus der dokumentarischen Distanz, also es ist nicht eine Typologie allein der Häuser und irgendwie der Bäume, die du schaffst. Es ist aber auch keine journalistische Fotografie, die irgendwie szenische Bilder zeigt, irgendwie wo die Menschen einbezogen in die Szenerien. Es ist eigentlich schon verschiedene Annäherungen irgendwie auch, die für dich in der Addition, aber denke ich, dann deine Annäherung an den Ort irgendwie zeigen. Hier sind die Kolonialbauten zuerst mal, die danach auch etwas sortiert, wo die Architektur im Vordergrund irgendwie steht, also wo es wirklich darum geht, irgendwie auch eine Dokumente irgendwie so dieser Architektur und dadurch auch dieser Kultur irgendwie zu vermitteln. Und dann kommen wir zu dem, wo ich dann eben die wirklich mehr die Straße, also hier geht es natürlich um das Geschehen, die Szenerien irgendwie in der Straße, wo der Mensch irgendwie auch in diesen Szenerien auftaucht. Ich denke, dass es in den Bildern sichtbar ist, dass das für Ruth auch eine wesentliche Komponente ist. Irgendwie sonst würde die eben nicht so gezielt irgendwie auftauchen. Und ich irgendwie auch gerade in so einem Bild wie dem schon sehr viel irgendwie auch für mich irgendwie vermittelt wird über das Geschehen. Also das wäre für mich ein wichtiger Faktor, gerade den in den Bildern, in der Bildserie auch zu beinhalten irgendwie auch. Genau, also hier kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt jetzt. Wenn ich die verschiedenen Ebenen beschreibe, die in dem Buch irgendwie auftauchen. Es ist für mich wichtig, tatsächlich die Bilder nicht alle in einer Größe darzustellen, weil das würde irgendwie wirklich auch so implizieren, dass es eigentlich eine Bildsprache ist, mit der irgendwie die Geschichte erzählt wird. Also hier ist es für mich wichtig, verschieden, also dass man hier diese eher fast bildfüllenden Bilder, die komplexe Szenerien irgendwie auch zeigen, also die ein Narrativ entwickeln, was wirklich, glaube ich, auch in der Größe erst irgendwie auch vermittelt werden kann.
dann eben auch eine etwas kleinere Größe, wo dann für mich irgendwie hier eher die typologischen Reihungen, wo die Baobabs irgendwie fast alle in dieser Größe irgendwie dargestellt werden, dass in diesem Rhythmus dieser verschiedenen Größen, der verschiedenen Anordnungen auch irgendwie das komplexe Netz irgendwie von unterschiedlichen Ebenen eben auch auftaucht. Oder hier eben die Bilder, die klein gegenübergestellt werden, die oft eher ins Ausschnitthafte, die Objekte, die über die Objekte erzählen und weniger über den Raum und weniger über die Menschen. Also dass das irgendwie durch diese Anordnung auch sichtbar wird. Es gibt nur zwei Bilder in meinem Buch, die eben in den Anschnitt gehen. Das sind gleich die, die im Buch eigentlich so die erste Doppelseite und die letzte Doppelseite. Das ist nur irgendwie einmal auch da. Und dass eben die weiteren Sichten, dass man tatsächlich die Szenerien auch sieht, da wo sich die Perspektive aufmacht, die eben dann als Panorama auch gezeigt werden. Ich glaube, dass das auch nochmal eine Ebene ist, dass dann die Porträts als Hochformate eigentlich hier dann eben auch, was sind einzeln gesetzt, weil die für mich eben auch dadurch einen gewissen Rhythmus schaffen und doppelseitige Hochformate irgendwie, die für mich hier eben auch so einen spannenden Zusammenklang haben, weil gerade auf den Doppelseiten oft so diese Interaktion der Bilder und da eben für mich auch oft nicht unbedingt die logische, sondern die visuelle, wo verschiedene Ebenen, wo tatsächlich ich da irgendwie völlig übereinstimmen würde, dass ich irgendwie auch immer mehr das Gefühl habe, da eher Fragen zu stellen, irgendwie als Antworten zu geben. Das ist, glaube ich, irgendwie einer der wichtigsten Punkte als Fotografin oder Fotograf, wenn man an diese Orte geht, dass man nicht den Duktus hat, ich will jetzt die Welt dort erklären, sondern dass man sich eigentlich eher persönlich zuerst mal zurücknimmt und sagt, ja, die Fragen stellt, irgendwie so wie und dann komme ich irgendwie hier zu diesem Edit, da hat ja irgendwie Boris schon mal gesagt, dass für mich eben die Anordnung der Bilder in dieser Bildstrecke, die Art von Rhythmus, die sich dadurch ergibt, auch für mich ein ganz wesentlicher Punkt, wie der Betrachter dadurch in das Buch geführt wird irgendwie auch. Also kann man natürlich auch sagen, das ist ein sehr formaler Aspekt, irgendwie so, dass jetzt die äußere Form plötzlich so wichtig ist. Aber das ist natürlich das, worüber der Betrachter irgendwie auch reingezogen wird, wo er wirklich auch spürt, wie die Dinge zusammenkommen. Da hat ja auch Nico vorhin sehr stark auch über die Farbigkeiten, die Materialien, wo für mich dann auch hier zu sehen ist, wo dieses blaue Bett durch diese Form plötzlich hier in diesen Geschäften auftaucht und dann hier eben das blaue Zelt. Also hier merkt man, dass man durch formale irgendwie Analogien, die hintereinander kommen, plötzlich aber die Szenerien in einem ganz anderen Sinne nochmal irgendwie auch subtil irgendwie vergleichen kann. Also es sind natürlich irgendwie auch sehr stark formale Elemente. Für mich ist es von wesentlicher Form, dass das Edit von Bildern natürlich das Zusammenspiel irgendwie von inhaltlichen und formalen irgendwie Aspekten sind. Und das ist das, die Kunst ist so, das Zusammenstricken irgendwie so, dass eben der Betrachter, die Betrachterin durchgeführt wird, dass der in diese verschiedenen Szenerien eingibt, aber dass eben jedes Detail, jede Szenerie, jeder Moment, der hier abgebildet ist, man das Gefühl hat, dass es im Buch seinen Platz hat, dass es nicht eben, obwohl es irgendwie aus sehr verschiedenen Ebenen zusammengeführt wird, trotzdem keinen Moment der Beliebigkeit hat. Aber ich neige, für mich ist es ganz wesentlich irgendwie, dass es nicht zu sehr in so einen Bereich irgendwie des Typologischen geht. Also wenn für mich zu sehr zwei Bäume nebeneinander, zwei Häuser nebeneinander und so denkt, dann komme ich schon so ein bisschen in den Duktus des, ja, ich bin in so einem typologischen Modus und da bin ich irgendwie so ein bisschen allergisch dagegen irgendwie so, weil für mich es nicht darum geht, irgendwie so die Dinge eben zu sortieren, sondern immer irgendwie Wechselbezüge irgendwie zu schaffen, immer es letztlich auch ein Spiel von Bildebenen ist irgendwie auch und
das für mich, glaube ich, das ist, was für mich eben ein Buch irgendwie auch besonders irgendwie reizvoll machen kann. Also hier merkt man, dass sich irgendwie durch das Buch die Präsenz irgendwie der Menschen, die Präsenz irgendwie der Tiere, die Orte, die Details immer wieder so abwechseln, dass für mich irgendwie so eine kontinuierliche Erzählform entsteht, die im komplexen Sinne all die Ebenen, die Ruth irgendwie angeschlagen hat, für mich auch beinhalten. Also die Doppelseiten, die dann nochmal farblich unterlegt sind, weil das gleichzeitig nochmal so ein Bruch in der Form und tatsächlich die nochmal andere Weißform irgendwie tatsächlich eigentlich für mich im Rhythmus des Buches komplett gestört hätte irgendwie auch. Weil Weiß irgendwie denkt man immer, ist eine sehr neutrale Farbe, aber ich finde es ja eigentlich fast die aggressivste irgendwie so. Und die verschiedenen Formen irgendwie, die Weißformen in einem Buch sind oft so dominant und das merkt man oft bei Büchern, die mit sehr verschiedenen, immer wieder verschiedenen Formaten arbeiten, dass gerade irgendwie so dieses oft nicht darauf geachtet wird, dass das eigentlich ein sehr störendes Moment ist irgendwie auch. Also wie gesagt, der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, dass ich gerade eben auch aus der Street Photography kommend und eigentlich schon immer die Präsenz des Menschen irgendwie so in den Bildern für mich eine Wichtigkeit irgendwie besitzt und darin wirklich in der Art der Fotografie, wie sie hier gemacht ist, sehe ich nicht so irgendwie so das Problem irgendwie so, weil ich sehe nicht, dass das jetzt ein kolonialistischer Blick wäre oder dass das jetzt die Menschen irgendwie da in der Form negativ dargestellt werden. Sie sind für mich präsent und das ist für mich eigentlich wichtig, dass es nicht wie ein totes Museum wird irgendwie so, sondern dass irgendwie hier tatsächlich das eben ein Teil des Erzählstrangs ist, irgendwie der für mich von wesentlicher Bedeutung ist. Aber ich denke, dass es jetzt... Kannst du die Auswahl mal komplett durchlaufen lassen? Weil wir sehen jetzt immer hier das Miro-Board, wo... Genau. Ich wollte dir hier nur mal so zeigen. Jetzt kommt ja hier nochmal das irgendwie... Jetzt zeige ich ja das komplette... Ja, manchmal im Überblick sieht man natürlich auch so diesen Rhythmus der Formen. Also kann man irgendwie die Struktur mal erklären. Aber jetzt blätter ich ja komplett irgendwie durch das Buch irgendwie durch. Also für mich war das Titelbild... Also ich hatte mal den Original... Titel irgendwie von Ruth gelassen, obwohl ich irgendwie da auch irgendwie durchaus mit Nico einer Meinung, dass ich irgendwie ein anderer Titel, so wie du gesagt hast, den ich eigentlich sehr spannend fand irgendwie auch. Aber für mich hatte ich den, war der für mich so ein bisschen Gesetz irgendwie auch. Und fand halt dieses Titelbild, was man gleich am Ende auch so, das geht ja im Hinten beim Rücken irgendwie weiter auch, dass hier eben so diese verschiedenen Ebenen irgendwie von Darstellung von Mythos und Wirklichkeit und Realität irgendwie auch die verschiedenen kolonialen Spuren da eben auch sichtbar sind, dass das für mich vom Titel her irgendwie sehr spannend war. Und ich werde das jetzt hier eben als Issue-Link zeigen, eben da einfach mal durchblättern und dann auch eben da jetzt zuerst mal nichts mehr zu sagen.
Ja, das ist Rückseitencover. Okay, vielen Dank. Jetzt bin ich offen für Fragen. Ja. Dann meine Teilung zurück. Mein Vorschlag wäre, wir würden erstmal eine große Diskussion in der Runde machen und vielleicht kann Ruth dann am Ende das Schlusswort haben und ihr Feedback dazu geben. Dann können wir noch ein paar mehr Meinungen sammeln. Ich habe vorhin alle Mikrofone stumm gestellt. Also wer sich jetzt beteiligen möchte, einfach das nicht vergessen, das Mikrofon wieder anzumachen. Gibt es Fragen, Kommentare? Ja, hallo, guten Abend. Hört man mich? Ja. Ja. Ah ja. Also darf man eine Kritik äußern oder eine Vorliebe äußern? Alles. Also mir hat die zweite Version vom Herrn Zurborn viel besser gefallen, weil teilweise von meinem Baumgarten die Bilder fand ich keinen Einstieg. Vielleicht liegt es daran, der Herr Zurborn ist auch ein Fan von der Streetfotografie wie ich. Und da sucht man immer so einen Einstiegspunkt ins Bild. Also fand ich bei der zweiten Version besser gelöst. Ich habe immer einen Einstiegspunkt ins Bild gefunden. Das habe ich bei der ersten Version hatte ich als Problem. Da hat man auch gesucht und hat keinen Einstiegspunkt gefunden. Also das ist meine Meinung. Teilweise. Ja, Carsten mal eben am Telefon. Also ich finde ganz erstaunlich, also ich finde beide Bücher klasse, sind aber beide komplett unterschiedlich und das finde ich eben so immer wieder das Erstaunliche. Also ich wäre jetzt eigentlich mal auf ein drittes Buch noch gespannt oder auch noch mal gespannt, wie viele Bücher man überhaupt aus dem gleichen Material noch machen kann. Also die kann man im Grunde, finde ich, beide veröffentlichen, kriegen beide einen anderen Titel und die kann man nebeneinander, finde ich, ins Bücherregal sich stellen. Und erzählen im Grunde beide ganz unterschiedliche Geschichten. Das finde ich ganz faszinierend. Also ich finde sie beide gut. Also Wolfgang, das finde ich einen Ticken besser. Also ja, ich komme ja nur ein bisschen aus der konzeptionellen Fotografie und bin ja auch in der Streetfotografie unterwegs. Bei Wolfgang finde ich halt toll, also was er eben aus dem Bildmaterial rausgeholt hat. Und wie das zusammengesetzt ist. Also ganz, finde ich total faszinierend, immer wieder sowieso da auch zuzugucken. Und bei dem anderen Buch finde ich eben halt gerade die Reduktion total interessant. Also Wolfgang hat so ein bisschen aus der Fülle geschöpft, da ist alles drin. Und das andere ist quasi so eine, ja, so ein wirklich ein total reduziertes Extrakt, was so ein bisschen verrätselt ist und was man nicht so verorten kann, was auch, wie er ja auch gesagt hat, mehr Fragen eigentlich aufwirft, finde ich ganz faszinierend. Also beides, ich würde sie mir beide holen. Also was ich ganz interessant finde, ist die Herangehensweise. Das finde ich ausgesprochen spannend. Während Nico ja im Grunde genommen eine Selektion oder eine Verdichtung in der Verdichtung vorgegangen ist und was die Chance ja auch gibt, noch ein zweites oder ein drittes Buch unter einem anderen Aspekt zu machen, hat Wolfgang halt eben die Fülle des Materials in eine Struktur, nicht zu pressen, aber doch irgendwo in die Struktur hineingegeben und dadurch ein ganz anderes ist zum ganz anderen Ergebnis gekommen. Diese beiden Verfahren, einerseits negativ Auswahl zu machen, also sprich alles rauszuwerfen, was erstmal nicht so richtig passt oder wie du ja, Nico, auch gesagt hast, was dich auch vom Bildnerischen her, von der Herangehensweise stört, das erstmal herauszunehmen und damit zu einer Verdichtung zu kommen, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Weg, der vielleicht auch der etwas schwieriger ist, für mich jedenfalls, wenn ich daran denke, dass ich eine Bildauswahl machen müsste. Ich würde, glaube ich, auch dazu neigen, zu versuchen, möglichst alles zu erhalten aus der Bildauswahl und auf möglichst nichts zu verzichten, zugunsten einer ja, thematischen Herangehensweise, wie Wolfgang das gemacht hat. Ich würde kurz dazu noch mal was sagen.
Also ist natürlich sehr viel einfacher, wenn das nicht die eigenen Bilder sind. Ne? Dann ist man immer, ist ganz einfach, dann Sachen auszusortieren. Bei den eigenen ist immer großes Drama, ne? Jedes Bild, was man auf Seite legt. Also ich wechsle zwischen diesen Phasen hin und her. Mein Ausgangspunkt war tatsächlich erstmal so die Sachen, bei denen ich so ein leicht ungutes Gefühl hatte. Hatte ich ja genug dargelegt, warum. Die erstmal rauszutun, um es mir selbst einfacher zu machen, um mit einem einfacheren Gefühl dran zu gehen. Ne? Das mache ich dann, das mache ich am Computer. Ich kategorisiere die, label die, bewerte die. Dann drücke ich mir sie aus und lege Strecke. Ne? Und dann nehme ich mir ein Buch und pappe sie da rein, um auch zu sehen, wie das mit dem Umblättern funktioniert. Ja. Dann probiere ich mich an einem Layout wieder am Computer, um das eben genauer, auch von den Größen und den Seitenverhältnissen und so weiter durchzugehen. Und dann gehe ich aber auf jeden Fall nochmal zur Gesamtauswahl zurück. Hm. Und um zu sehen, habe ich mich da verrannt? Ist das jetzt alles komplett dran vorbeigelaufen? Muss ich nochmal neu justieren oder nicht? Also dann nehme ich durchaus auch nochmal wieder Sachen rein, weil ich ja am Anfang auch nicht weiß, in welche Richtung das gehen soll, weil für mich eben zunächst mal, wie du richtig gesagt hattest, Dieter, ist ja erstmal auch schon ein negativer Ansatz war, also was soll erstmal weg. Ich habe dann aber bei dem Zusammenfügen und als mir dann so diese undurchdringlichen, mystischen, atmosphärischen Sachen irgendwie entstanden und aufgetaucht sind, da habe ich dann richtig Spaß dran entwickelt. Ich habe mir zwischendurch dann auch nochmal so Lieblingsbücher gibt es bei mir, kommen und gehen immer ganz viel. Perpetual Season, weiß ich nicht, ob euch das was sagt, kann ich auch mal reinposten. Das ist so ein Buch, wo einfach so eine recht düstere Stadtumgebung, wo immer mal wieder ein paar Leute zu sehen sind, entworfen wird. Und und ist einfach zusammengebaut aus Fotografieren ganz unterschiedlicher Orte, wo man auch nie weiß, wo man wirklich ist, und da wird was total Surreales draus. Dieses Buch habe ich mir immer mal wieder zwischendurch zur Hand genommen und dachte mir, hier ist nochmal die Rückseite zu sehen. Ja. Ich poste es rein, keine Angst. Ja. Und sowas interessiert mich natürlich auch total. Oder Avoyska von der Molen, Sequester, weiß nicht, ob euch das was sagt, wo sie so ganz reduzierte vulkanische Landschaften fotografiert hat. Und da habe ich dann wirklich so gesehen, diese Psychogeografie, irgendwie bin ich in die Richtung weitergegangen und habe mich dann eben auch wirklich an diesen Tieren, an dem Mystizismus, auch der Toten und der lebenden Tiere und dieser Symbolhaftigkeit der Baobabs dann eben sehr berauscht. Und auch Blossoming at Dusk kommt auch daher, da die Baobabs, die ja teilweise über 2000 Jahre alt werden, nur 15 Stunden lang blühen pro Jahr. Und zwar erblühen die in der Dämmerung und am nächsten Morgen ist dann auch schon wieder vorbei. Und daher kam dieser Titel. Und das ist halt auch ein kompliziertes Puzzle. Das war mir wichtig. Und ich sehe auch deine Perspektive total, Wolfgang. Auch die Street Photography. Ich finde auch Street Photography, wie gesagt, als weiße Person in einem postkolonialen Gebiet, Street Photography ist ein anderes Thema, als wenn man jetzt sich einen Gary Winogrand anschaut, einen New Yorker, der in New York Street Photography macht zum Beispiel. Das sind für mich völlig unterschiedliche Sachen, wo es einer anderen Herangehensweise bedarf. Das war eben auch einer der Gründe, warum ich mich da beschränkt habe und ich das auch für richtig und wichtig halte. Ja, weil man spürt meines Erachtens in deinem Buch auch total, wie du eben in deinem Sinne das komplett durchgearbeitet hast. Also man spürt die ganzen Prozesse, irgendwie das Edits, wie du vorgegangen bist. Also deswegen finde ich das für mich irgendwie auch faszinierend und das finde ich für mich auch toll, irgendwie da eben so einen anderen Entwurf auch zu sehen, den ich wirklich auch sehr überzeugend finde, irgendwie so. Und da sind wirklich auch die verschiedenen Möglichkeiten, irgendwie damit umzugehen, irgendwie so. Und die natürlich auch legitim sind. Also man merkt, aber ich finde auch, dass es bei dir weniger ist, irgendwie das eine wegzulassen, irgendwie so dich zu verbieten, sondern das, was dich fasziniert, wirklich auch zu zelebrieren, irgendwie so. Und da irgendwie eine Intensität drin zu entwickeln, irgendwie so. Und deswegen finde ich ja das Spannende, die wirklich mal zwei unterschiedliche Positionen hier gegenüber zu sehen, irgendwie auch. Also ich kann das irgendwie auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, die Herangehensweise irgendwie auch. Weil ich aber wirklich auch finde, dass du auch natürlich sehr bildhaft, also das ist wirklich auch die
Bilddialoge. Also ich finde, dass es wirklich auch im Sinne der Bilder irgendwie so eben stärker in der Reduktion irgendwie so auch, die für mich wieder, wo ich einfach dann denke, wow, mich reizt einfach das Vitale, ich will auch das alltägliche Leben da drin haben irgendwie auch und finde auch, okay, ich meine, Window Grant und Bruce Gilden wird in den USA auch etwas näher dran gehen, irgendwie so. Ich finde, die sind ja wirklich auch verhalten, gerade für mich das erste Bild in dem Buch bei mir auch, finde ich ein großartiges Bild irgendwie so und da, wo die ganze Szenerie irgendwie zu sehen ist und da kann ich stundenlang irgendwie auch drauf gucken irgendwie so und ich finde, dass da irgendwie für mich irgendwie gerade von Ruth auch wirklich eine angenehme Distanz irgendwie auch da ist irgendwie auch. Ich finde das schon einen behutsamen Blick irgendwie so, aber es geht natürlich darum, dass man sagt irgendwie, also für jemanden, der aus der Street Photography oder aus dem kommt und das mit einbeziehen will, er wird eben denken, das irgendwie, das geht nicht, das kann ich nicht weglassen, sonst habe ich irgendwie, und da das irgendwie auch für mich irgendwie eine wesentliche Ebene natürlich ist, die ich in den Bildern sehe, denke ich natürlich im Sinne des Autoren. Also ich versuche immer, was macht der Autor, was ist das? Also ich meine, gerade die divergierenden Elemente, die drin sind, also auch die unterschiedlichen, die in verschiedene Richtungen gehen, irgendwie so, ja, das Kontemplative, das Ruhige, das fast irgendwie symbolisch reduzierte bis hin zu dem Vitalen, dann kann man sagen, okay, es passt nicht zusammen, irgendwie so, aber ich sehe ja gerade irgendwie so in diesen unterschiedlichen Ebenen, die da sind, irgendwie auch gerade die subjektive Autorenschaft eines Fotografen, einer Fotografin irgendwie, gerade in den paradoxen Widersprüchen, die vielleicht sind. Also ich liebe irgendwie da auch einfach die Paradoxien und die Widersprüche und das, was eben nicht irgendwie homogen zusammengeht irgendwie so und suche halt Formen irgendwie im Buch, die so aufeinanderprallen zu lassen, dass sie eben nicht mehr chaotisch sind, sondern letztlich auch wieder lesbar sind, also dass auch die Widersprüche des Paradoxen lesbar wird irgendwie auch. Und ich finde, dass da drin auch durchaus gerade in diesen Paradoxen so eine Distanz drin ist, die für mich auch das Gegenteil von kolonialistisch ist. Also ich finde natürlich irgendwie das wichtige Punkt, der da drin ist, hat man, glaube ich, auch mit Ruth schon drüber gesprochen, inwieweit noch eine Textebene da sein kann. Also ich finde wichtig natürlich irgendwie auch gerade in der Aufmachung des Buches, gibt es noch eine Textebene, dass man vielleicht auch eine, wo ja Ruth auch die Idee hat, einen afrikanischen Autor irgendwie noch irgendwie mit reinzubringen, irgendwie so, dass eben so dieses Kooperative und das, was ja für sie auch war, da in einem Workshop zu sein und da mit Leuten irgendwie zusammen, dass das auch in der Buchform irgendwie seinen Ausdruck findet. Das wäre auch eine Möglichkeit, irgendwie so diesen, ja, also das irgendwie zur Geltung zu bringen. Ja? Also was ist das für ein Prozess, den man da als Fotografin, Fotograf macht, irgendwie so. Aber da ist eine wirklich eine sehr, ist auch eine komplizierte, also ich finde schon, dass das extrem berücksichtigt werden muss und man extrem, dass sich darüber Gedanken machen muss, welche Form man letztlich irgendwie findet. Wolfgang, wir haben eine Meldung von Ute, die hat einen Kommentar und dann hat Nico noch was als Ressource gepostet. Vielleicht kann er hinterher noch etwas dazu sagen. Ja, ich habe noch eine Frage an Nico. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, aber mich interessiert das so sehr. Ich würde so gerne wissen, was deine Herangehensweise wäre als Fotograf in diesem Denken des postkolonialistischen Hintergrundes. Also wie würdest du das angehen? Ja, danke für die Frage. Es gibt einige, ich habe auch, das passt gerade gut zusammen zu dem kleinen Dokument, was ich mit reingepostet habe. Also wie gesagt, ich finde das überhaupt gar nicht ich finde es sehr gut, wenn man sich eben einem selbst sehr recht weit entfernten, von einem selbst recht weit entfernten Realitäten annähern möchte. Das ist ja ein total wichtiges Mittel, um Verständigung herzustellen. Da bin ich immer voll dafür. Es gibt jede Menge Fotografen, die das auf eine, finde ich, hervorragende Art und Weise gemacht haben. Ich finde zum Beispiel Andrea Diefenbach, Land ohne Eltern, kennen vielleicht viele von euch. Das ist ein Buch, was mit einer Sensibilität und auch einem Aufwand und einem Zeitaufwand und einer Nähe entstanden ist, das finde ich unglaublich. Also wer auch mal das Glück gehabt hat, sich vielleicht Andrea Diefenbach darüber reden zu hören, das ist faszinierend. Und da ist eben Andrea Diefenbach Land ohne Eltern in Moldawien unterwegs gewesen mit einem sehr spezifischen Thema. Da geht es natürlich eben um Arbeitsmigration, um
wie Eltern ein bestes Leben für ihre Kinder erzeugen möchten, indem sie auswandern, um Geld zu verdienen und dadurch dann ihre Kinder aber allein lassen. Also dieses Paradox und diese Tragik. Und das hat sie, ich weiß gar nicht, wie kann man das sagen, durch eine unglaubliche Zeitaufwand, Nähe und Empathie. Also es gibt einfach, keine Ahnung, mir fehlen zum Beispiel, ich will gar nicht ins Negative reden. Und dann gibt es ein Buch, Gregory Halpern, Let the Sun Beheaded Be. Das ist der in Guadeloupe aufgenommen hat, die Bilder. Der macht eigentlich eher so in den USA Bilder, ist ein nordamerikanischer Fotograf und hat in Guadeloupe, was ja Übersee Frankreich, also sprich eine Kolonie ist, Bilder aufgenommen von einer ihm selbst sehr fremden Realität. Und immer ein Beispiel. Und da hat er sich selbst als Person einfach sehr stark mit einbezogen. Also der sagt, der geht einfach davon aus, ich mache sowieso Bilder von mir selbst, egal wen ich fotografiere. Und das, die eigene Position anzuerkennen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich hatte auch mal geschaut, in dieser Residenz, Ruth, die du gemacht hast, da gab es einen Patrick Bonato, der hat eine Graphic Novel gemacht. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Über seine Zeit in St. Louis. Und ich habe mir so ein paar von den Spreads, die waren von Doppelseiten, die waren online verfügbar, wo er eben als unbeholfener Weißer immer sonnenverbrannt und schwitzend unterwegs ist und wie er halt diese Realität wahrnimmt. Und da hat er einfach so eine quasi so eine Reiseliteratur gemacht, die seine eigene Person einfach damit reinnimmt. Ein ganz plastisches Beispiel dafür wäre auch noch Fuck It von Michele Cibilloni. Entschuldigung. Das ist in Kampala, Uganda, entstanden, das Buch. Er selbst hat, glaube ich, 10 Jahre dort gelebt. Seine Frau ist aus Uganda, die haben auch ein gemeinsames Kind. Und da hat er, das ist Street Photography at its best, immer nachts und immer rau und immer alles kaputt und wild. Und da hat er als blonder Italiener seine eigene Rolle und sein eigenes Expat-Umfeld, was er da eben auch hat, immer mit reingenommen. Und das macht nochmal eine ganz, ganz andere Ebene auf. Also ich kann da unglaublich viel über Kampala erfahren und was da so alles los ist. Aber der Blickwinkel, von wem das überhaupt aufgenommen ist, wer erzählt mir hier diese Geschichte, der ist einfach Teil der Geschichte. Und das finde ich halt so bei Reiseliteratur oder auch bei Reisefotografie, finde ich das immer, stört mich das unglaublich, wenn einfach nicht das reflektiert bin, wer bin ich denn? Was kann ich denn über diesen Ort sagen? Und wer erzählt denn sonst noch was über den Ort? Wer von dort erzählt denn was darüber? Was erzählen die darüber? Würden die, keine Ahnung, die Probleme in Fokus rücken oder würden die eher die positiven Seiten in Fokus rücken, ne, zum Beispiel? Und ich denke, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, das zu machen. Und wie gesagt, einfach selbst anzuerkennen, dass man eigentlich sich selbst fotografiert. Und das habe ich auch eben versucht. Ich habe das, wie gesagt, alle Bilder, die ich von Ruth am allerbesten fand, mit Abstand, das waren immer die wo ich das auch das Gefühl habe, da sehe ich die Person, die Bilder macht, am allerstärksten. Und das kann total spannend sein im alltäglichen Umfeld, was man immer hat, oder an einem Ort, der total ungewohnt ist, weil man da, wie gesagt, weil es dann eine andere Art dieser Introspektion gibt. Nico, wir haben jetzt noch 2 Kommentare im Chat. Einen von Christoph Linzbach, der sagt, das Kolonialismus-Argument von Nico überzeugt nicht. Die Fotos von Ruth sind durchgängig sensibel aufgenommen, niemand wird vorgeführt. Wolfgang hat recht, die Personenfotos sind das Gegenteil von kolonialistisch. Und darauf eine Replik von Dieter Kempiak. Ich denke, es geht nicht um Kolonialismus oder Sensibilität. Es geht darum, ob ich mich als Fotograf wohlfühle. Also da möchte ich kurz auf die zweite Sache antworten. Also ich mache auch niemanden einen Kolonialismusvorwurf. Kolonialismus ist ja größtenteils mehr oder weniger vorbei. Es gibt ja neue Formen des Kolonialismus.
Aber es geht einfach um den Hintergrund. Die Kolonialgeschichte gibt es nun mal und es gibt Orte, die davon mehr oder weniger betroffen sind. Und es gibt eben Kräfteverhältnisse, in denen wir uns bewegen. Und vor diesem historischen Hintergrund finde ich es einfach nur wichtig, den anzuerkennen und sich vor dem zu bewegen. Kolonialistische Fotografie gibt es ganz, ganz viel. Das ist dann diese ethnografische Fotografie. Das ist unglaublich schlimme Sachen. Also diese diese Verbandelung der Fotografie mit dem Kolonialismus, da gibt es jede Menge Bücher und Literatur dazu. Das ist total spannend und unglaublich. Davon rede ich aber ja gar nicht. Ne? Und von der Sensibilität, davon rede ich auf jeden Fall. Und ob ich mich als Fotograf wohlfühle, finde ich zweitrangig. Ich bin ja nicht auf den Bildern drauf. Ich finde wichtig, dass die Fotografierten sich wohlfühlen. Das ist mindestens genauso wichtig. Also als Fotograf fühlen sich, glaube ich, viele gute Fotografen fühlen sich sowieso immer ein bisschen komisch und unwohl beim Fotografieren. Und genau dieses Spannungsverhältnis ist, glaube ich, auch Teil des Reizes. Ich denke, da kommt es drauf an, was man fotografiert. Eine Stickfotografie kann man sich wirklich unwohl fühlen, wenn man Menschen fotografiert, in ungewohnten Situationen oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Dinge fotografiere, da bin ich eigentlich unbedarft, da habe ich kein Problem. Aber wenn ich Menschen fotografiere, denke ich, könnte ich ein Problem haben. Also ich finde auch diesen... Ja, also es sind Ansätze, ja, das kann man machen. Also dass der, dass man sagt, okay, ich, wenn ich mal eine Reportage oder eine Fotografie im Ausland mache oder mit mir fremden Umfeld, der sage, ich binde mich da irgendwie mit ein und werde da bewusst Teil. Also so als Konzept finde ich das alles ganz toll und das kann man machen. Aber ich finde so, das muss man nicht unbedingt. Und ich finde auch, man sieht es nicht unbedingt jetzt den Bildern an, ob das so ist oder nicht. Ich sehe vielleicht den Bildern an, ob sich der Fotograf wohlgefühlt hat. Ich sehe auf jeden Fall den Protagonisten auf den Bildern an, ob sie sich wohlfühlen, während sie fotografiert worden sind. Also ja, schon allein der Umstand, neben dem den Fotografen überhaupt war oder nicht. Und wenn sie den Fotografen wahrnehmen, fühlen die sich unwohl dabei. Ich finde, das sieht man den Porträtierten schon an. Und das ist bei Ruths Aufnahmen halt überhaupt nicht der Fall. Also deswegen finde ich, und das ist ja auch das Schöne eigentlich in der Fotografie, ist ja eigentlich alles erlaubt. Ne? Man darf ja einen Ansatz wählen, wie man das will. Genau. Also um das mal ganz kurz nochmal zu erklären. Ich habe dich, Nico, so verstanden, dass du gerade mit dem Gedanken des Kolonialismus ein bisschen fremdelst und dass du deshalb halt die Porträtfotos auch durchaus etwas aussortiert hast. Der Punkt, mir persönlich geht es so, wir müssen gar nicht ins Ausland reisen. Wenn ich jetzt in meiner Heimatstadt fotografiere ich fühle mich unwohl, bettelnde Menschen zu fotografieren. Das ist einfach so. Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Fotografen so, wenn sie sich einem Thema nähern. Wird das etwas anderes? Und wenn es eine Reportage wird über gesellschaftliche Hintergründe, wird das nochmal etwas anderes. Aber das Unwohlsein ist halt da. Und ich habe das halt eben so ein bisschen so wahrgenommen, vielleicht überbewerte ich das, Nico, dass du damit halt ein gewisses Problem hast, in einem kolonialistischen Umfeld halt eben, dass Fotos in einem kolonialistischen Umfeld gemacht werden und dass das für dich einfach ein Anlass war, deine Auswahl oder dass das für dich der Aufhänger war, deine Auswahl zu verdichten. Das hat für mich nichts zu tun, dass ich jetzt damit meine Roots Fotos in irgendeiner Art und Weise da in irgendetwas hinein zu interpretieren. Ja, also ich finde die auch durchgängig, auch die Porträts, auch die Street-Fotografie finde ich sehr gelungen. Über einzelne Bilder kann man sich ja streiten. Aber das war der Anlass meines kleinen Kommentars, den ich da noch reingeschrieben habe, weil ich dachte, dich so zu verstanden zu haben. Also mir geht es um das Fotografieren der anderen, ob das jetzt in einem postkolonialen Kontext ist oder um zum Beispiel das Fotografieren von Leuten, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, wenn man selbst
überhaupt gar nicht in dieser Situation ist. Genau, immer dann, immer sobald dieser Unterschied zwischen der eigenen Realität und der fotografierten Realität sehr, sehr groß ist, finde ich, bedarf es einer, wenn ich was über eine andere, zum Beispiel dieser Gregory Halpern in diesem Buch Let the Sun Beheaded Be, der drückt es da ganz gut aus. Ich habe dem ja da mein Zitat aufgeschrieben, was ich kurz noch vorlesen möchte. I have difficulties with the term documentary. It carries so much baggage and is too often misunderstood as implying indexical fact. Once you claim the authority to understand and represent another's reality, you're sort of on shaky ground, as far as I see it. Ja, also den letzten Teil nochmal übersetzt. Wenn man einmal die Hoheit sich für sich in Anspruch nimmt, dass man ein jemand anderes Realität verstanden hat und dann repräsentieren möchte, dann ist man auf irgendeiner Weise auf wackeligen Beinen oder auf wackeligen Boden. Wenn ich zum Beispiel Leute, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, fotografiere und ich denke, ich kann was über deren Leben erzählen, würde ich denken, ja, wahrscheinlich eher nicht so sehr. Wenn ich zum Beispiel, ich habe für die Triennale eine Ausstellung kuratiert, die Ausstellung Home von der letzten Triennale, also Pavillons haben wir da aufgebaut im öffentlichen Raum. Eine Ausstellung waren auch Bilder, die von Wohnungslosen gemacht wurden, die dann teilweise auch anwesend waren bei der Vorstellung. Das war sehr interessant, also weil das sind einfach auch Leute, die reden halt nicht so wie wir Leute, die wir im Kunstkontext unterwegs sind. Und das finde ich einfach total wichtig. Das ist einfach was anderes, was so eine Person einem über das eigene Leben erzählt, als eine Person, die fotografiert. Ja, es gibt so oft Ausstellungen, wo die Leute, die auf den Bildern zu sehen sind, die würden nicht mal reingelassen werden zu der Ausstellungseröffnung, wo die aufgehängt sind an der Wand. Ne? Und ich finde es einfach unglaublich, und sobald irgendwie, ja, wenn jetzt Ruth gesagt hätte, hey, ich erkläre euch, ich war einen Monat in der Artist Residency in St. Louis, ich verklicke euch das, wie es da läuft. Genau, da hätte ich halt gedacht, vielleicht will das ja wer anders machen, der von dort ist. Aber es hat Ruth ja nicht gemacht. Ich habe ja nur gesagt, ich möchte nicht in diese Richtung ein Edit machen, wo das dann so rüberkommt. Zum Beispiel auch durch die Wahl des Titels. Ne? Und dadurch, dass ich eben versuche, nicht den Ort abzudecken, to cover, wie man es ja auch sagt, im Fotojournalismus. Ne? Das kann ich ja gar nicht leisten als eine Person, die nicht von dort ist, weil mir ja andere Sachen auffallen, die sich ja immer dadurch mir auffallen, dadurch, dass sie halt eben sich von meiner Realität besonders stark unterscheiden, zum Beispiel. Nico, wir haben noch drei Rückmeldungen, Rückmeldungen zu dem Edit und dann noch eine von Christoph Linsbach. Vielleicht gehen wir zuerst zu dem Edit, weil bei Christoph, glaube ich, geht es wieder in eine andere Richtung oder geht es auch zu einem Edit? Wir fangen mal an mit Edit. Geht es auch um Edit? Ja, es geht um das Edit, weil er hat ja, also wir reden natürlich jetzt ein bisschen zu viel über Kolonialismus und über unterschiedliche Machtverhältnisse, aber Nico hat das Thema ja aufgemacht und insofern kann man es, glaube ich, nicht ganz so stehen lassen, wie er es aufgemacht hat. Denn das ist ja doch sehr folgenreich. Er hat sozusagen die Kolonialismuskeule aus dem Sack geholt, ohne ganz hart einen Vorwurf zu formulieren. Aber damit hat er letztlich eine Auswahl determiniert, die dazu geführt hat, dass ganz wichtige und ganz wunderbare Bilder, wie ich sie finde und wie sie andere auch wohl einschätzen, rausgefallen sind. Ja. Also das ist schon folgenreich, was er da an der Stelle veranstaltet. Und vielleicht sollte er dann auch mal darüber nachdenken, wäre mein Rat an dieser Stelle. Ich unterstelle ihm nichts Böses. Ich finde auch seine Sensibilität, mit dem er sozusagen solche Themen angeht, mit dem er das Thema Selbstermächtigung und Machtgefälle angeht, finde ich ganz wunderbar. Nur man muss, glaube ich, auch ein Stück weit die Dinge zu Ende denken. Wolfgang hat das richtig gesagt. Die Argumente von Nico führen letztlich dazu, dass ich kleine klassische Street-Fotografie mache, weil ich mich immer ein Stück weit über andere selbst ermächtige. Das ist nur der Hinweis, den ich ohne großen Vorwurf zu formulieren an Nico hier machen möchte. Wir haben noch zwei weitere Ergänzungen. Vielleicht bringen wir die jetzt rein und dann können wir nochmal die Reaktion von Nico, Wolfgang und am Ende von Ruth haben. Ingo Taubhorn, Ingo, unser Präsident, schaut uns ja auch zu. Der hat jetzt einen Kommentar getippt, weil er im Zug sitzt und nicht weiß, ob die Leitung stabil ist. Ingo sagt,
Nikos Arbeit reduziert notwendig die stilistische sichere Arbeit von Ruth und verführt mich als Betrachter in eine nicht wirklich verortbare Geschichte, die ich schlüssig und spannend finde. Eher ein Künstlerinnenbuch. Toller Titel. Wolfgangs Editing balanciert auf der Ebene der Verrottung. Totalen wechseln sich ab mit Details, Personen, von denen ich nicht weiß, in welchem Zusammenhang sie zur Fotografin stehen, tauchen auf. Künstlerisch bin ich eher bei Nikos Auswahl und Titel. Bei Wolfgangs Auswahl überfordert mich manchmal die Farbigkeit der Bilder in dieser Häufung. Und dann haben wir noch Hava Albert. Ganz kurz, Boris, ja, nicht Verrottung. Ja. Nicht Verrottung, sondern Verortung. Sorry, das war ein Tippfehler. Das hast du so geschrieben. Ja, das ist immer halt, weil im Zug hier war. Verrottung ist natürlich Verortung. Möchtest du noch was ergänzen, jetzt wo du ja auch mit Ton da bist? Na, ich weiß nicht, ob die ganzen Leute jetzt hier drumherum. ich will gar nichts ergänzen. Es ist jetzt auch natürlich sehr eng zusammengefasst. Wie gesagt, also ganz wichtig habe ich einfach gemerkt, dass es natürlich eine Häufigkeit gibt und ich kann das auch total gut nachvollziehen, wie Wolfgang eben halt einfach auch die Vielschichtigkeit dessen, wie Ruth halt einfach sich dort bewegt hat, aufgenommen hat. Aber gerade in der Reduktion hat mich das an sich eigentlich wirklich auch überzeugt und die Erklärungen, die Nico halt gegeben hat, ich glaube, dass ich das auch ohne diese Erklärungen durch das Blättern irgendwie gespürt hat. Aber wie gesagt, das ist auch das Buch von Wolfgang. Ingo, ich bin die Verbindung gerade abgehackt. Sorry, ich glaube, das hat, glaube ich, hier jetzt gar keinen Sinn. Also ich wollte nur sagen, nicht Verrottung, sondern Verortung. Ja. Gut, herzlichen Dank. Ja. Vielleicht lesen wir noch den zweiten Kommentar vor von Hava Albalik. Es gibt zwei Bildpaare in Nikos Editing, die mich geschockt haben. Diese Bildpaare werde ich so schnell nicht vergessen. Sein Vorschlag ist sensibel, kompakt und spannend. Wolfgangs Editing spiegelt die Vielfalt des Landes und der Fotografin wider. Man wird den Menschen in dem Land gerecht. Ich fühlte mich auf eine Reise nach Senegal eingeladen. Der Kolonialismusgedanke und die Diskussion hilft den Menschen dort nicht. Ich spüre den respektvollen, achtsamen und offenen Blick der Fotografin. Kompliment an Ruth, ich würde die Version von Wolfgang kaufen. Christoph ist noch einmal mit einer Meldung dabei. Möchtest du noch mal was dazufügen? Nee, das war die Meldung. Das war die Meldung von vorhin. Ich wollte nur vielleicht nur noch sagen, dass Nikos Auswahl gut ist. Also ich wollte seine Auswahl nicht kritisieren. Sie ist in sich schlüssig, das hat Ingo Taupern gesagt. Aber sozusagen die Begründung dazu, die fand ich ausgesprochen schwierig, um ohne ihm was Böses unterstellen zu wollen. Ja? Ich hoffe, das ist rübergekommen. Danke, ich glaube schon. Vielleicht machen wir jetzt eine letzte Runde, wo wir dann Nico nochmal die Gelegenheit geben, auf das Gesagte zu reagieren und Wolfgang auch. Und dann sind wir gespannt, was Ruth sagt. Nico, hast du noch eine Replik zu dem Gesagten oder eine Ergänzung? Ich denke, ich hatte am Anfang, als ich einmal durchgegangen bin, habe ich gedacht, ich habe alles Wichtige, was ich sagen wollte, vergessen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich schon einiges von dem, was ich anbringen wollte, angebracht habe. Wir haben uns jetzt ein bisschen an diesem, also mir taucht das Wort Kolonialismus auch viel zu sehr auf. Mir geht es einfach um das Fotografieren des anderen oder der anderen. Es ist mir schon klar, das ist einfach so ein Reizthema, wo viele Leute sich dran aufhängen. Und ich denke aber einfach, das ist total wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir diese Diskussion führen, dass ich nicht alle Leute auf meine Seite ziehen kann, ist auch gar nicht mein Anliegen. Mir geht es um eine Sensibilität. Ich habe nichts gegen Street Photography. Ist immer dünnes Eis, wenn man das so macht wie so ein Bruce Gilden, da kriege ich den Typen, den das gibt andere Leute, die das einfach respektvoller machen. Und ich hoffe vor allen Dingen, Ruth, dass du irgendwie nicht dich von Vorwürfen oder irgendwas überrumpelt fühlst. Ich habe, wir können auch gerne nochmal zu zweit sprechen, wenn das dein Gefühl war. Mein Anliegen war einfach zu sagen, hey, wenn wir an einem Ort Bilder machen, der uns
nicht besonders tiefgehend vertraut ist und wir und das alles mit einer gewissen historischen Last stattfindet, da müssen wir einfach unglaublich vorsichtig sein. Und das muss auch in der Arbeit reflektiert sein, meiner Meinung nach. Und genau, und du hast ja einfach einen Ordner voller Bilder geschickt und einen Text, den ich übrigens auch wenn wir darüber reden, dass Texte vorhanden sein sollten. Ich fand deinen Einstieg auch total sympathisch, wo du eben auch sagst, wow, da komme ich erstmal da an, dann denke ich mir so, oh krass, wo soll ich denn überhaupt hingucken? Und ich konzentriere mich erstmal auf diese Bauwerke. So, das finde ich auch ein sehr ehrlicher und ein sehr nachvollziehbarer Gedanke. Und dann denke ich eben, klar, wir reden ja über Rohmaterial, wir sind ja mitten im Prozess und wenn man diesen Prozess weiterbringen möchte, dann würde jemand wie ich das halt eher in die Richtung machen, die ich gemacht habe, aus den genannten Gründen. Aber ich denke, gerade innerhalb eines Prozesses finde ich es total wichtig, dass wir da offen drüber reden können und wir uns da nicht irgendwie gegenseitig angemacht fühlen. Ich fühle mich von niemandem angemacht. Ich ist alles okay, wenn ihr das nicht so seht wie ich. Ich hoffe vor allen Dingen, Ruth, dass es für dich auch alles okay ist. Letzter Punkt noch. Ich finde es total spannend und bin total froh drüber, Wolfgang, dass wir zwei da was völlig anderes draus gemacht haben. Und ich sehe auch Parallelen. Und genau, und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Und ich mir hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht können wir ja irgendwie, Wolfgang, kann ich das, wenn das für dich okay ist, Ruth, auch mal dein PDF haben, um es auch nochmal in Ruhe anzuschauen. Ja, klar. Wir hatten ja auch die Frage im Chat, ob es die Möglichkeit gibt, die beiden Lösungen offen zu machen. Ja, wir können die auch zum Download dann über unsere Webpage anbieten. Bei mir ist es ja ein ISO-Link, den man anklicken kann und durchgucken kann. Irgendwie so. Ich meine, das ist ja gar nicht als PDF, sondern man kann das tatsächlich, wenn Ruth dafür einverstanden ist, auch irgendwie freigeben. Irgendwie auch. Ja, ich glaube, es ist jetzt für mich auch gut, irgendwie, dass hier nochmal der Punkt mehr auf dieses Menschenbild. Ich glaube, das ist wirklich weniger, darum geht es, geht eben um die grundsätzliche Frage, irgendwie so ein der Street Photography, ich meine, wo dann eben auch natürlich Bruce Gilden genannt wird, irgendwie so, und dann gesagt wird, okay, der ist irgendwie ziemlich rüde und Ding. Also ich kenne wahrscheinlich keinen Menschen, der sich mehr für die Menschen fotografiert, die er da abbildet, wenn man mal Talks mit ihm gehört hat. Also der ist irgendwie extrem feinfühlig. Also der ist, da prallen die Welten aufeinander und der eben genau eben gegen das geschönte Bild, das inszenierte Bild, eben nicht das Bild, wo Leute nett in die Kamera gucken und dann sich wohlfühlen und irgendwie sich mit dem Fotografen solidarisieren, irgendwie so. Hier ist natürlich eine Haltung irgendwie des Fotografen, der Fotografin, die sagt, ich gucke in die Welt, aber ich will nicht die Spiegelung von mir, ich will nicht die Reaktion auf mich, ich will nicht das Private Photo, sondern ich will in der äußeren Realität eben auch irgendwie Dinge, Objekte, Menschen irgendwie sehen, irgendwie auch eine gewisse Sprache entwickeln, um etwas darüber zu erzählen. Aber tatsächlich natürlich mit der Distanz, dass es nicht irgendwie ich immer da im Vordergrund steht, sondern das Ich des Fotografen natürlich sich projiziert in die Welt irgendwie daraus. Ja? Und deswegen finde ich ja bei Ruth diese Unterscheidung, die Baobabs sind so und die Menschen sind so, ich finde, dass es tatsächlich nicht irgendwie zu unterscheiden. Der Art des Blicks irgendwie so, wie sie sieht, ist tatsächlich, finde ich, irgendwie so auf die Räume, die Orte, die Gegenstände und die Menschen ähnlich irgendwie so. Die Art und Weise, wie subtil hier etwas erfasst wird, was da existiert und dem so irgendwie über die Fotografie eine Bühne geben, dass es aus sich raus erzählen kann. Und das finde ich das wesentliche Moment hier bei dem Menschenbild, dass ich eben nicht eine eindeutige Aussage durch Beispiele gebracht, irgendwie Nico, irgendwie, wo natürlich Bilder gemacht werden, wo eindeutige Aussagen über jemanden gemacht werden. Also in journalistischer Fotografie vielleicht, wo wirklich eben auch mit irgendwie einer fotografischen Haltung über die Menschen hier, die eindeutig interpretiert werden, wo ich auch immer eine extreme Skepsis irgendwie dagegen habe, in dem Sinne natürlich eine Wertung, eine Urteil irgendwie zu schaffen, irgendwie so. Und da würde ich auch zum Beispiel bei dem einen Hochformatbild, was du hattest mit dem Tele rangeholt, da würde ich zum Beispiel auch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil ich denke, hier werden Typen irgendwie rausgesucht aus dem, also für mich ist auch nicht so, dass ich sage, alle Fotografien von Menschen, die da sind, funktionieren irgendwie auch, sondern es ist wirklich sehr wichtig, dass
in den Menschen, die da abgebildet werden, dass die tatsächlich eine Szenerie bilden, dass die mit ihrer Umgebung, dass etwas irgendwie hier sichtbar wird, wie die Menschen mit dem Ort interagieren und du aber als Fotograf, Fotografin, die Beobachterin, das irgendwie zu erfassen und dadurch irgendwie auch eine Präsenz irgendwie des Menschen an diesen Orten letztlich zu dokumentieren. Aber tatsächlich, wenn die komplett rausgelöst sind und da, ja, das gibt dann eben ein paar Bilder dabei, wo ich denke, oh, da ist mir jetzt der Televoyeur, der da irgendwie auch jetzt so denkt. Und die gilt es wirklich auch rauszufiltern. Aber das ist für mich irgendwie eher eben weniger so eine moralische Frage irgendwie so. Ich meine, wenn zu viel Moral da ins Spiel kommt, finde ich es auch mal schwierig irgendwie. Sondern das ist tatsächlich irgendwie auch eine künstlerische Frage irgendwie so. Wie weit schaffen die Bilder das, eine ganz bestimmte Form der Menschendarstellung zu schaffen irgendwie so, die genau irgendwie nicht in diese schwierigen Darstellung des Menschen irgendwie reinkommen. Also von daher, ich finde das wichtig, das zu reflektieren, aber eben nicht in dieser grundsätzlichen Haltung, dass ich denke, okay, ich kann den Menschen nur abbilden, wenn der jetzt nicht in die Kamera zurückguckt oder so. Also das irgendwie, da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Gut, Ruth, wo ist sie? Wir haben zwei tolle Lösungen für dein Bildmaterial. Vielleicht fange ich einfach hinten an, über das Fotografieren der Menschen, bevor ich jetzt auf die beiden Edits ein bisschen was sage. Also es ist extrem schwer, die Senegalesen zu fotografieren, und die Bilder, die so aus der Distanz fotografiert sind, die konnte ich auch nur machen, nachdem ich wirklich 3-4 Wochen lang immer diese Strecken gegangen bin, teilweise ohne Kamera, auf jeden Fall ohne zu fotografieren, bis ich dann wirklich vergessen war und dann diese Distanzfotos gemacht habe, die ich auch auf der Distanz, aus der Distanz machen wollte. Also ich wollte die Bilder der Menschen so machen, wie ich sie ja auch gesehen habe. Also mich gar nicht damit integrieren. Und die Nahaufnahmen, die Porträts, das sind fast ausschließlich Bilder von Menschen, mit denen ich auch über 3-4 Wochen intensiven Kontakt haben, die mich gebeten haben, sie doch zu fotografieren. Also das war dann andersrum, weil ich ja eigentlich die Architektur fotografieren wollte und gar nicht so der Typ bin, der Menschen fotografiert. Aber es war nachher mir auch so ein Bedürfnis, Menschen mit zu fotografieren, weil ich den ganzen Tag mit Menschen gesprochen habe und so viel zu diesen Bildern. Aber ich verstehe das total gut, dieser Blick aus unseren Industrieländern und der Kolonialzeit. Das ist einfach schwierig. Und deshalb ist es mir auch ein ganz großes Bedürfnis, da die Bilder Einheimischen zu zeigen, Künstlern und auch Schriftstellern, um einfach so ein Feedback zu bekommen, um die Bilder aus deren Sicht zu sehen und dann überhaupt zu überlegen, kann ich das in welcher Art auch immer nach außen bringen, diese Bilder. Gut, ist denn jetzt, sind diese beiden Versionen jetzt schon etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist eine mögliche Richtung? Und wenn ja, wärst du mehr Team Wolfgang oder Team Nico? Also sie sind ja wirklich total unterschiedlich und das macht es mir jetzt auch wirklich leicht und wirklich ganz ehrlich auch zu sagen, ich finde sie beide richtig toll. Also ich finde ja auch eure Herangehensweisen schon so anders und dann kommen eben auch ganz andere Edits dabei raus. Und was man vielleicht vorneweg sagen muss, ihr wisst gar nicht oder habt gar nicht mehr mit mir sprechen können. Und Wolfgang, so wie ich ihn kenne, ist jemand, der dann die Bilder auf sich wirken lässt und anfängt zu sortieren. Und Nico, so wie ich dich jetzt verstanden habe, bist du einer, der dann erst reflektiert, der sich Informationen holt. Ich finde das super toll, dass du diesen Scheich Amadou Bamba und dann noch sein Zitat, der da so wichtig war in der Stadt, dass du das so gefunden hast. Und die Bilder, die du ausgewählt hast, die Baobabs und diese toten Schafe, diese toten Tiere. Andere, die mit mir da waren, die haben gesagt, wo hast du denn die Tiere? Da waren doch gar nicht so viele Schafe. Und ich sage, die sind doch überall, die Schafe. Also das ist einfach so der Blick, den ich da hatte. Und die jetzt mit den Baobabs zusammenzutun und diese Tod und Vergänglichkeit dadurch in den Vordergrund zu stellen, finde ich super toll. Und auch diese Bildsprache, dieses Narrativ, was du über die Bilder, über die Farben, die wenigen Parallelen, die du gesetzt hast, also die Bildpaare, finde ich auch toll
gesetzt und dann auch die Überlegung, wenn man dann umblättert, dann kommt ein großes Bild, aber man hat das Vorherige noch im Blick, also reduziert, aber wie Ingo auch sagt, es ist künstlerisch toll, es ist so anders, bei Wolfgang ist es eben doch dann für mich mehr die Wiedergabe der Stadt, also dieses, wie ich es nachher erlebt habe, es ist das alles drumherum und das gehört für mich auch alles da rein, also es ist eine Stadt mit sehr, sehr vielen Facetten, ich habe sie so erlebt und wenn ich die Stadt wiedergeben soll, dann würde ich auch eher Wolfgangs großes Buch vorziehen, aber wenn ich, wie auch meine Baobab-Ausstellung vor Ort, wenn ich Bilder rauspicken sollte, dann wäre es wirklich auch die mit Tod und Vergänglichkeit und das Morbide, das zieht mich sowieso immer an, also das finde ich schon, das zeichnet das, die Stadt aus und diese Baobabs, die, wie du sagst, tausende von Jahren alt sind, die so, die man auch teilweise nicht anfassen darf. Da gibt es so viele Mythen drüber. Das hat mich schon sehr bewegt. Aber bei Wolfgang eben finde ich es auch so toll, also die Bildpaare und dann diese verschiedenen Ebenen miteinander sprechen zu lassen. Also erstmal das rauszukristallisieren, was total in meinem Sinne ist. So habe ich auch immer gedacht mit verschiedenen Serien. Ich bin einfach den ganzen Tag rumgelaufen und hatte aber im Kopf schon Serien. Ich hatte diese Bäume, ich hatte diese Kolonialbauten, das war so da und dann habe ich aber auch wie auf eine bestimmte Art fotografiert. Also die Baobabs habe ich immer nur mit dem Stamm fotografiert, die Schafe meistens so von oben. Also ich ging schon seriell durch die Stadt und das finde ich hat Wolfgang ganz, ganz toll geschaffen, diese Ebenen immer wieder abwechseln zu lassen, sie spannend zu machen, indem jede Serie in einem eigenen Bildformat gezeigt wird und dadurch sich wiederholt. Auch diese Panoramen, die du da reingepackt hast, finde ich eigentlich auch ganz toll. Also immer so eine Zäsur, ach, jetzt kommt wieder das, jetzt kommt wieder das. So wie ich durch die Stadt gewandert bin. Also finde ich finde beide wirklich toll. Also ich bin total happy, ich danke euch sehr. Und auch allen, die hier ihre Kommentare gegeben haben. Ich hätte bei jedem Kommentar immer gleich mitreden wollen. Ich finde es ganz großartig. Und ja, es endet, glaube ich, bei so einem Thema Afrika immer mit, wie können wir Bilder aus der Kolonialzeit betrachten und wie stehen wir heute dazu? Ist unser Blick möglich? Wie ist er möglich? Wie tief darf ich gehen? Wie tief muss ich gehen? Das ist halt... Das ist so. Also es ist schwierig. Ja, ich glaube, wir wollen alle dann das letztendliche Ergebnis sehen, Ruth, auf einer DFA-Tagung, wenn du dann deine Auswahl getroffen hast und dich für einen Weg entschieden hast. Für heute sind wir, glaube ich, sehr inspiriert und ich denke, dass viele, die zugeschaut haben, sicherlich nochmal sich die Strecke anschauen werden. Ich schaue da auch nochmal rein. Das war sehr inspirierend von beiden. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich finde beide Ansätze sehr, sehr spannend. Herzliches Dank an Nico Baumgarten, dass er hier dabei war. Wir werden das übers Wochenende dann auch auf YouTube hochladen und dann, wenn ihr es wollt, dann auch mit der ISO-Version anreichern, dass da mehr Informationen sind und dann auch weiter zu euch verlinken. Nico, du hast noch ein Dokument hier in den Chat reingemacht. Kann ich das auch bei uns auf die Seite bringen? Was finden wir da drin? Unbedingt, ja, das sind einfach ein paar Links zum Thema das andere Fotografieren, also einmal Beispiele, Fotobücher und dann ein paar Diskurse. Wunderbar. Und auch eben noch zwei Beispiele für Fotobücher, die ich auch genannt hatte, wo es einfach, ich habe es jetzt genannt, zum Thema Introspektion anhand einer nicht genauer zu fassenden Umgebung. Weil das waren für mich nur zwei große Themen. Ja. Ja, herzlichen Dank an alle. Euch auch einen schönen Freitag und ein Wochenende und auch Dankeschön an die Leute, die uns auf Facebook die Stange gehalten haben und die Treue und wirklich die ganze Zeit zugeschaut haben. Ja, dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe der Editing Challenge. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao.